Ja, hallo liebe Videofreunde. Herzlich willkommen in einem Knaus Boxster Freeware. Wir befinden uns gerade in Hessen und zwar ist das unser ehemaliger Vermieter, wo wir angefangen haben, Wohnmobil zu fahren. Also hier haben wir immer unsere Wohnmobile gemietet. Eine unheimlich nette, sympathische Familie, also ein Familienbetrieb. Und da wir gerade zu Besuch in Hessen sind, haben wir überlegt, wir fahren hier mal vorbei. Und dann haben wir gesehen, hier ist Hausmesse. Und dann haben wir gleich das Glück, den Boxster Freeware uns mal anzuschauen, weil uns der ja sowieso interessiert hat. Jetzt waren wir gestern schon mal kurz hier gewesen, haben uns den schon mal in Ruhe angeschaut. Und dann sind wir aber ins Gespräch gekommen mit den Vermietern. Das hat dann etwas länger gedauert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt heute nochmal und machen das in Ruhe. Wir befinden uns jetzt in einer Ausführung von 2019, aber die ist identisch mit der Ausführung von 2020. Bis auf das, was wir jetzt nicht gefunden haben, ist die ambiente Beleuchtung, die Fernbedienung für den hinteren Teil. Vielleicht gibt es die jetzt hier nicht. Das ist möglich, aber wir können es sowieso nicht zeigen. Es ist hell draußen und von daher haben wir uns jetzt entschieden, weil in der 2020er Version sitzen jetzt schon längere Zeit Leute, dass wir euch den 2019er zeigen, weil der nicht anders ist als der 20er. So, also, ich war ja ganz gespannt auf den Knaus Boxster Freeware, weil der ja relativ, oder was heißt, sehr viel Stauraum hat. Und ja, den wollte ich mir schon immer mal angucken und freue mich jetzt, dass ich den euch auch zeigen kann, für die ihn noch nicht gesehen haben. Also, normalerweise, wir fangen mal mit der Küche jetzt an. Ich hoffe, ihr versteht mich, weil ich bin wie immer im Urlaub etwas kränklich. Hier gehört noch eine Platte drauf, die ist jetzt hier nicht da. Keine Ahnung warum. Also das ist noch eine Abdeckplatte. Und dann hat man hier also einen doch recht großen Arbeitsplatz. Man kann natürlich hier auch so ein Tischchen ausziehen. Allerdings muss ich sagen, ist der sehr schmal gehalten. Wenn man allerdings wieder den Tisch von hier auszieht, sieht man das? Dann hat man also eine wunderbare Arbeitsfläche, Arbeitsraum. Finde ich total gut. So, jetzt haben wir auch irgendwie das Glück, ich finde das eigentlich ganz gut, dass der hier schon ein Jahr jetzt in der Vermietung war, weil hier noch so ein bisschen ja, Sachen eingepackt sind, die die Mieter nutzen können. Und da sieht man auch gleich mal, wie das so ein bisschen ausschaut. Also wir haben hier erstmal zwei große Schränke, jede Menge Platz, hier für Geschirr und andere Sachen. Und dann lässt man einfach die Klappen zufallen, das finde ich super. Und dann hat er ein Soft-Close-System und man kann also praktisch nie, naja, das hat jetzt nicht ganz eingeschlagen, ne? Weil normalerweise ist es so gedacht, dass man also dann nicht vergessen kann, die Türen irgendwie zuzumachen. Das passiert ja doch, ich denke, jedem Wohnmobilfahrer hin und wieder mal. Aber ich habe gerade gesehen, also da musste ich jetzt doch nochmal gegendrücken. Ja, ansonsten halt auch sehr viel Stauraum in der Küche, auch gute Verschlüsse, die sind massiv, da wackelt nichts. So. Ja, hier stehen wir vor dem Kühlschrank. Der ist recht klein, muss ich sagen. Also ist nicht so ganz mein Geschmack. Kleines Fach für ein bisschen ein paar Sachen. Und der wird über Batterie betrieben. Komplett über Batterie. Deshalb wird auch empfohlen, dass man in diesem Auto eine zweite Aufbaubatterie sich installiert. Man kann den Kleiderschrank weglassen und kann sich hier unten nochmal eine Gefriertruhe einbauen lassen, haben die gesagt. Aber dann hat man keinen Kleiderschrank mehr und auf den würden wir auf gar keinen Fall verzichten wollen. Ja, hier oben auch nochmal, da
das geht recht schwer. Ich habe im Moment ein bisschen Probleme mit der Schulter. Hier ist auch noch mal ein kleines Fach drin, aber ihr seht, es geht ziemlich, ziemlich schwer. Auch mit Softclose. Wenigstens zumachen, ohne, ohne dass es schwierig ist. Ja, und dann würde ich vorschlagen, dann gehen wir von hier aus ins Bad. Ja. Also was ich ganz nett finde, ist, dass man hier so eine Ablagefläche hat, die man öffnen kann. Und hat darin auch noch mal so ein Ablagefach. Das finde ich ganz gut. Dann hat man hier noch mal ein Fach für Toilettenpapier. Das finde ich auch richtig gut. Und andere diverse Sachen. Ja, hier hat man auch noch mal Ablagefächer. Und hier oben hat man auch noch mal ein Ablagefach. Dann hat man hier einen Handtuchhalter, was ich immer recht gut finde. Und ist ein Lippenstift hier drin, das musst du mir sagen. Und ja, hier hat man nochmal ein Ablagefach drin. Und dann kann man den Spiegel verschieben, sodass, wenn man sich die Zähne putzt, man nicht unbedingt den Spiegel so beschmutzt. Das ist jetzt auch nicht so viel Platz, also wenn man jetzt hier steht und sich die Zähne putzt, es reicht, aber es ist auch nicht groß, das Waschbecken. Im Raumbad hätte man die Möglichkeit, dass man so ein klappbares Waschbecken macht, aber da wir kein Fan von Raumbäder sind, kommt das für uns halt nicht in Frage. Ja, das zum Bad. Duschvorhang ist natürlich auch noch mal so etwas, ein kleiner Minuspunkt für uns, aber wir haben gesagt, auf die Dusche würden wir nicht so ganz so viel, ne, Wert legen, weil wir doch die meiste Zeit auf Campingplätzen duschen und selten im Wohnmobil duschen, das ist ja nur mal für einen Notfall. Und von daher, also das, da könnten wir auf jeden Fall beide Kompromisse eingehen, gell? Da kannst du es ja auch zumachen. Ja, und an den Seitenschränken kann ich ja immer zeigen, da sind auch so kleine, nette Ablagefächer. Hier hat man so ein schönes Schubfach zum Beispiel. So, und hier im Schlafbereich, also was ich jetzt auch nochmal gut finde, ist, dadurch, dass man eine Tür zum Aufklappen hat, hat man hier nochmal die Möglichkeit, Jacken anzuhängen. Das gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen. Da hat man nochmal die Möglichkeit, zwei Jacken anzuhängen. Das hat man nicht in jedem Kastenwagen. Ja, und hier sind dann auch nochmal richtig mega große Staufächer. Und das Ganze ringsherum, also sehr viel Platz. So, und an der Front hinten hat man auch noch mal ein Ablagefach oben und da an der Seite hinten sind auch noch mal kleine Ablagefächer für Utensilien in der Nacht. Dann hat man eine Leselampe, die zeige ich euch von der anderen Seite. Finde ich auch ganz gut, die beweglichen Leselampen. Und natürlich Fenster, die kann ich euch leider nicht zeigen. Ich habe eine sedierte Schulter und kann mich mit der rechten Schulter nicht bewegen. Also ich komme da jetzt leider nicht hin, aber ihr kennt es ja alle, das Rollosystem und Mückenschutzsystem. Also von daher braucht man das ja nicht immer wieder zu zeigen. Ich finde, der hat ein sehr schönes Ambiente hier. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Jetzt gehen wir nochmal vorne in die Dinette und dann zeige ich euch nochmal die Dinette. Oder zeigen wir euch nochmal die Dinette. Ja, hier, ich habe mich noch vorhin vergessen, in der Küche, also mit Zündung, ein, zwei Flammenherd. Den finde ich auch ganz gut, der ist recht groß, muss ich sagen, also der ist echt nicht schlecht.
Und was ich dann noch vergessen hatte hinten, oben kann man in der 220er-Version mit einer Fernbedienung LED-Lichter einstellen und in verschiedenen Farben. Also die variieren. Das ist jetzt nochmal so ein Tool, habe ich vorhin schon mal gesagt, weiß ich nicht, ob es das jetzt hier gibt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist neu in der 220er-Version. Aber ansonsten ist der so wie eigentlich der andere auch. Also nicht eigentlich, sondern ist so. So, hier haben wir eine Sitzbank, die man verstellen kann. Man kann sie verbreitern. Wenn man hier drauf drückt und dann zieht. Und dann hat man hier nochmal etwas zusätzlichen Platz. Einzige Problem ist, in dieser 2019er Version noch haben wir den Knopf, der hier raussteht. Und Leute sind da dran hängen geblieben, haben sich beschwert. Die neue Version macht man das an einem Griff unten. Den können wir jetzt nicht zeigen, weil, wie gesagt, ich kann das nicht. Dann schiebt sie das Ganze wieder zurück. Ja, und in der Mitte, da gibt es dann so ein Kissen, was man reinlegen kann. Und dann kann man die Sitzbank verbreitern. Ja, hier ist es. Das legen wir dann noch dazwischen. Genau. Das war's. Und Tropfenöl. Tropfenöl in der Wunde. So, und dann hat man eine schöne verbreiterte Sitzbank. Ja. Wenn ihr jetzt gerade so schön in der Küche steht, dann kann er euch auch mal das Fach hier unten zeigen. Ja. Hier ist nochmal ein großes Staufach hier unten am Tisch. Ja, und der allergrößte Clou ist, das ist ein Tisch ohne Bein. Und man hat hier unten richtig schön viel Beinfreiheit und beide, wir haben das schon probiert gestern, als wir drin gesessen haben, können hier super bequem dran sitzen. Ausgezogen hatte ich den ja schon, aber kann ich auch noch mal zeigen. Also man hat also wirklich sehr viel Platz. Der hat natürlich hier so ein bisschen Bewegungsraum. Ja, ist klar, weil durch die Länge ist normal. Aber wir haben auch gestern gefragt, ob sich das bewährt hat oder ob das irgendwie, dass es halt Probleme gab, weil der ja nun schon ein Jahr hier in der Vermietung war. Und der Chef hat gesagt, es gab keine einzige Reklamation. Ne? Nee. Also es war alles in Ordnung. Also das ist schon stabil. Also das merkt man auch, wenn man hier drauf fest. 60 Kilo kannst du draufstellen. Ja, genau. 60 Kilo hat er gesagt. Und dann kann man das hochkippen und rausmachen, den Tisch. Also man kann ihn, wie gesagt, hier rausnehmen und dann ist hier unten nochmal eine Schiene. Michael, zeigst du das nochmal gerade? Hier unten. Und da gibt es dann so ein kleines Tischbein dazu, was man hier unten reinsteckt und da reinsteckt. Das ist nur, ich finde es hier nicht. Ich habe es gestern hatten was in dem anderen gehabt, aber hier finde ich es nicht. Und dass das stabil ist und dann kann man nochmal so ein Kinderbett hier drauf machen. Also hat man nochmal so eine zusätzliche Schlafmöglichkeit. Finden wir ganz gut. Ne? Ja. Ja, was ich vorhin noch vergessen habe, ist, hier gibt es noch so kleine Regale, wo man was ablegen kann. Das finde ich auch total gut. Sieht auch sehr schön aus. Ist auch sehr fest, also macht einen guten Eindruck. Und hier ist auch dann das Lichtsystem. Hier hat man also für Tisch, Küche, Bad, und dann nochmal die Lesebeleuchtung für den Tisch. Die ist jetzt allerdings hier, es gibt keine Lesebeleuchtung. Warte mal, jetzt muss ich gerade mal was gucken. Ah, okay, das ist für die Lampe unterm Tisch. Machen wir mal wieder aus. Das ist war die Lampe für die Küche. Das ist normalerweise die ambiente Beleuchtung, aber die geht jetzt komischerweise nicht an. Und das ist das fürs Bad. Also hier von hier aus kann man alles bedienen und im Bad hat man auch noch mal einen extra Schalter, wo man auch noch mal im Bad zusätzliche so Art ambiente Beleuchtung anmachen kann. Ja. Und ja, jetzt gib mir mal die Kamera, jetzt filme ich dich mal. Wie sitzt man denn so? Dreht man den Stuhl vielleicht richtig um? So, und wie sitzt du an dem Tisch? Gut, einmal frei. Das ist eine ganz andere Geschichte, gell? Ja, klar. Und den kann man ja auch noch hin und her schieben. Ja. Den Tisch, also man kann das so variieren, wie man das halt eben dann haben möchte.
Und von daher ist das eine schöne Geschichte, muss ich sagen. Weißt du warum? Ich denke jetzt, dass der Tisch vielleicht abgemacht werden muss beim Fahren. Da muss ich nochmal fragen nachher, vielleicht, dass der rutscht, wenn man bremst. Ja, oder dass er sich vielleicht sogar löst aus der Fahrgruppe. Ja, meine ich ja. Und dann, dass die Gefahrenquelle zu groß ist. Möglich, ja. Ja. Das Fenster, was ihr da seht, das ist, das kann man also nur aufmachen. Aufmachen kannst du es immer. Achso, erklär du mal. Ja, du kannst das immer aufmachen. Nur wenn du es aufmachst, funktioniert deine Heizung und dein Warmwasser nicht. Weil dann die Heizung ausgeht. Weil genau unter dem Fenster ist das Abgasrohr von der Heizung. Weil die Heizung ist nämlich hier in dem Fall unter der Sitzbank. Ja. So, hier in der Dinette haben wir jetzt hier nochmal so ein paar Staufächer. Die kommen allerdings weg, wenn man einen Fernseher haben möchte. Dann kommt anstelle der Staufächer, kommt dort das Fernsehsystem hin. Und dieses kann man dann wohl auch komplett ausziehen und kann also vom Bett aus Fernseh gucken. Und kann also sowohl auch hier in der Dinette Fernseh gucken. Und hier auch große Schränke. Nicht ganz von alleine. Gut, dass wir uns mal so einen Gebrauchten angucken. So, hier haben wir ein mega großes Staufach, also wo richtig viel Sachen reinpassen. Da kann man alle seine Jacken reinlegen. Das finde ich richtig cool hier. Das ist toll. Ja, hier befinden wir uns jetzt an der Garage. Im Übrigen, die Matratzen machen einen sehr angenehmen Eindruck, ne? Da haben wir ja schon drauf gelegen. Also die machen zumindest einen sehr guten Eindruck, dass sie sehr bequem sind. Hier haben wir nochmal ein Fach für Schuhe oder egal was, einfach wie so eine Art Schuhfach. Ja, und da hinten ist dann halt wahrscheinlich Wasser und Tralala drin, ne? Mhm. Was immer so da drin ist. Und hier haben wir dann die Fächer für die Gasflaschen. 2 11 Kilo Flaschen passen hier rein. Ja, und hier auch Verdunkelungssystem, Lückenschutz, alles da. Also auch super Verarbeitung. Also das ist wirklich gute Verarbeitung. Ja. Gut. Ach so, ich wollte euch ja noch die Lampen zeigen, siehst du. Also, was ich auch gut finde, ist, dass jeder so ein hier so ein Tool hat, wo er das Licht von hier aus bedienen kann. Also sowohl vorne als auch hinten. Und das ist auf beiden Seiten von den Betten ist es so und das finde ich total cool. Hier oben hat man nochmal eine 5 Volt Steckdose drin und die Lampe, die kann man dann so bewegen, wie man haben will und einfach drauf drücken und dann hat man hier eine schöne Leselampe. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, muss ich echt sagen. Finde ich gut. Auch, dass jeder so das Licht auch vorne, wenn du mal vergessen hast, Licht auszumachen, liegst, dann kannst du einfach hier alles ausmachen. Finde ich gut, ne? Ja. Also das finde ich echt toll, muss ich sagen. So, liebe Videofreunde, dadurch, dass wir ja gestern schon mal hier waren und uns das alles angucken konnten, haben wir ja dann auch uns so ein bisschen Gedanken zu dem Auto gemacht. Und wir wollen euch mal die Pluspunkte, aber auch die Negativpunkte des Autos erklären. Ne? Also, fängt mal an mit dem Positiven. Der Sitzkomfort hier einmal frei. Ja. Mit dem Tisch, das finden wir sehr angenehm, ja, ohne sehr Tischbein. Ja. Das ist eine tolle Geschichte. Dann hat der Rahmenfenster. Das ist ja auch schon mal von der Geräuschkulisse, soll das ja angeblich besser sein. Und die vielen kleinen Anschlüsse und Steckdosen und dass man das alles so schön von hinten auch bedienen kann. Im neuen 220er ist dann auch noch die ambiente Beleuchtung, die man dann... Ja. Ist halt ein bisschen schnicki-schnacki, eigentlich braucht man es ja nicht unbedingt, aber es ist halt schön, wenn man es hat und dann kann man sich das schön gemütlich machen. Und das gibt es dann auch in der Küche und auch hier oben in der Küche eine ambiente Beleuchtung. Also das muss ich wirklich sagen, das ist eine schöne Geschichte. Was auch sehr positiv ist, sind die großen Schränke.
sehr viel Stauraum und die Höhe gibt ein wunderbares ja. Raumgefühl. Also hier fühlt man sich überhaupt nicht eigentlich eingeengt, nein. finde ich. Also das macht viel aus, diese Höhe, und das ist schon eine tolle Sache. Jetzt kommen wir aber zur negativen Geschichte. Wenn man natürlich dieses hohe Auto hat mit den vielen großen Schränken, passt auch sehr viel rein. Und wir sind sehr schnell an der Grenze mit dem Zuladen. Das heißt, bei dem Freeware wäre es echt ratsam, wahrscheinlich aufzulasten. Und das ist für uns natürlich eigentlich nicht das, was wir möchten. Dann, was ich nicht ganz so gut fand, ist, dass der Kühlschrank nur über Batterie betrieben wird. Ja. Das heißt, rein mit Strom. Erklär du mal, was du bist gezwungen dazu, dass man. Ja. Ich? Soll ich dir schön vorsagen und du sagst schön nach? Nein, ich muss ihn ja motivieren zu reden. Man braucht eine zweite Batterie, Aufbaubatterie, um dann und auch Solar muss man installieren lassen. Ja. Und das finde ich irgendwie, das gefällt mir nicht, wenn man ein Auto anbietet, wo man eigentlich das machen muss, aber nicht gleich von vornherein es schon ja, dabei ist. Ja, ich kann ja immer sagen, naja, gibt ja viele Leute, die irgendwo nur auf Campingplätze fahren, die brauchen das nicht. Aber normal ist es Quatsch, wenn du so ein Auto hast, stehst du öfter mal frei. Und dann, wie gesagt, musst du das dazu kaufen, sonst wird also nur rein über Strom, da wird es essig. Ja, ja, da kann es brenzlig mal werden, ne? Ja. Das ist so ein Nachteil. Was ich auch nicht ganz so prickelnd finde, ist das, dass man das Fenster nicht öffnen kann. Du kannst es ja öffnen. Ja, aber dann geht es zum Beispiel, wenn man im Winter mal ein bisschen lüften will oder so, das geht nicht, dann geht die Heizung sofort aus. Ja. Also ist etwas, was mir nicht so gefällt. Wir haben aber gesehen, dass das einige, auch der Ventura hat das. Wir haben uns übrigens heute schon den Ventura angeguckt, aber den haben wir nicht aufgenommen, weil wir auch zu wenig Zeit hatten und der auch für uns nicht in Frage kommt. Und dann wollten wir dann auch die Leute da nicht so in Anspruch nehmen. Ne? Ja. Und das ist etwas, was mir persönlich nicht ganz so gut gefällt. Dann kommt dazu, keine Dieselheizung möglich. Nee, das ist komisch. Du kannst bei diesem Auto nicht die Option wählen, eine Dieselheizung einbauen zu lassen. Es gibt viele, die sagen, Dieselheizung ist alles Mist und laut und stinkt. Wir haben die jetzt in unserem Auto seit anderthalb Jahren und die ist oft gelaufen, weil wir nun mal auch im Winter unterwegs waren. Und wir finden sie einfach nur super. Die ist, also für uns ist sie nicht laut im nee. Auto. Sie stinkt auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Und du hast null Probleme mit Gasflaschen oder irgendwas. Wir haben 10 Tage gestanden. Und mit einem Tank. Und der war noch halb voll oder halb leer. Wie ja, ist war also top. Und das verstehe ich. Du musst hier ein anderes Modell kaufen, wenn du das haben willst. Ja, die Option gibt es einfach nicht. Nee. Und das bei dem Preis, das finde ich ja, schade. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich meine, was ist da jetzt das Problem? Ja, ich finde es schade, dass man das in so einer Preisklasse nicht individueller ist halt irgendwo. Ja. Ne? Und bei uns kommt es auch dazu, wenn man in Norwegen ist, wir sind ja Norwegen-Fans, das wisst ihr ja, und wir ja später dann immer mal, wenn wir mal ein bisschen mehr Zeit haben, auch mal im Winter reisen wollen, dann ist das, du kriegst in Norwegen, wenn du einen Adapter hast, wohl neue Flaschen, aber du kannst deine, das habe ich jetzt schon oft gehört, du wirst deine Gasflaschen nirgendwo los, die Deutschen. Ne? Und das ist halt dann ein Problem. Und du musst andauernd irgendwo fahren und gucken, wo du Gas herkriegst. Und das hast du bei einer Dieselheizung überhaupt nicht, sondern du gehst tanken und gut ist. Ne? Ja. Also es gibt die Variante, man kann die, der Boxlife, der Knaus Boxlife hat eine Dieselheizung. Kann man. Oder da gibt es ja, die Option machen. Dieselheizung. Und da ist dann überhaupt gar kein Gas. Also da wird auch dann der Boiler mit Diesel betrieben. Richtig. Und das Kochen tut man mit Gaskartuschen. Richtig, 200 Kilo. Das finde ich keine schlechte Idee, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ja. Aber du musst dann das andere Auto nehmen. Richtig. Fertig aus. Und dann hast du nicht mehr dieses Ruhe, was wir ja toll finden halt. Ne? Und kommt eigentlich dann, was mir auch nicht so gefällt im Boxlife, also die haben den nicht hier, ich habe den jetzt nur auf dem Prospekt gesehen, ist, dass die hier oben auch die großen Schränke haben in der Dinette und hinten haben sie aber so kleine Schränke. Es passt optisch für mich persönlich überhaupt nicht zusammen. Entweder ich mache einheitlich alles halbe Schränke, aber nicht hier vorne die großen und hinten nur halbe Schränke. Also das, mir persönlich gefällt das optisch nicht. Und der Boxlife hat kein Festbett, sondern der hat ein Hubbett, das an Seilen hängt. Was nicht schlimm ist. Ist schon ein Festbett. Das ist halt einstellbar. Da kannst du die Höhe aussuchen.
dadurch sind die Schränke halt oben nur noch die Hälfte. Ja. Weil wenn du das dann hochfährst, dass du dann noch Platz hast. Ja. Und dann kannst du in der Garage, sagen wir, du musst viel mitnehmen, dann fährst du das Bett hoch, hast einen riesen Stauraum. Genau. Und wenn du sagst, nee, brauchen wir nicht. Oder wenn du Fahrräder mitnehmen willst, kannst du die vielleicht sogar noch reinstellen und abends stellst du sie raus. Ja. Und wenn du es nicht brauchst, kannst du runterfahren, dass du es bequemer hast zum einen. Zum Einsteigen. Also es ist gar keine schlechte Geschichte eigentlich. Also es ist ein Festbett. Es ist ein Längsbett. Aber du hast halt nicht mehr die Höhe. Du hast dann wieder einen normalen Kastenwagen mit normaler Höhe halt. Ne? Ja. So, jetzt will ich euch nochmal schnell die technischen Daten zu dem Auto sagen. Ach, ja, machen wir erstmal das. Also der hat jetzt 2,3 Liter, 140 PS und eine Zuladung bis zu 3,5 Tonnen. Dann hat er hier schon drin ein Fiat-Paket, ein Styling-Paket, ein Ambiente-Licht-Paket, Kraft. Das ist der Mann. Das stimmt. Ja, also wir haben jetzt gestern in dem anderen gesessen, der ja optisch also total gleich ist. Ja. Und der hatte dann schon eine Sonderausstattung drin. Und das waren 2,3 Liter Motor. Ist das richtig, was ich erzähle? Ja, willst du das ist, vielleicht mal lieber sagen? Der Motor ist immer der gleiche. Nur der hatte... Siehst du? Und ich der erzähle hatte, Quatsch. Nee, das, du erzählst keinen Quatsch. Der hatte so ein Fiat-Paket da drin. Ich weiß nicht, was das beinhaltet. Allerdings, das, was wir wollen, ist der Motor zu klein. Wir brauchen den 160 PS Motor, der kostet natürlich dann Aufpreis. Und dann die Automatik natürlich, die dann dazu kommt. Da hat man ja mal geguckt, was die hier so aufrufen. Also ja, dazu kommen wir später. Und der hatte, also dieses Auto dort hatte dann dieses Fiat-Paket mit dem 140 PS Motor, hatte Schaltgetriebe. Hatte eine Ambiente, Lichtpaket, Kraftstofftank war 90 Liter, Bereifung waren 16 statt 15 Zoll, Leselampen im Fahrerhaus, das hat der jetzt hier nicht, Kabelverlegung für Solar und Sat, dann hatte der schon 100 WP Solaranlage, Navi und Rückfahrkamera, Fahrradträger, eine Fußmatte. Und mit allen Überführungskosten und TÜV war der 2020er Version bei 61.045 Euro. Ja, diese Ausstattung. So, und dann kommt hinzu Automatikgetriebe. Stärkerer Motor, Automatikgetriebe. Eine Dieselheizung kriegen wir nicht. Es würde eine wohl gehen, aber die würde dann nur vorne im Fahrerhaus. Nein, das ist keine, das ist die Standheizung. Genau. Das ist eine ganz normale Standheizung, die in den Transportern eingebaut wird. Ach so. Und die kannst du laufen lassen und dann heizt sie das Führerhaus, weil die Luftauslässe sind ja nur da vorne. Und das war's. Und den Rest musst du... Dann doch über Gas. Ja, du sparst dann halt am Gas, aber das ist an sich Unsinn. Ja, also 61.045 und wenn wir alles dazu gerechnet haben, sind wir... Bei 70. Locker 70.000 Euro. Wie immer, ja. Und... Was noch das Problem ist, ist halt das Gewicht. Das Gewicht ist halt eben hier bei dem Freeware, so schön wie er ist, mit der Höhe, das wird ohne Auflastung wahrscheinlich nicht möglich sein. Das haben die uns auch so gesagt. Ja. Also das ist wirklich, dann wird es brenzlig, dann kannst du nicht viel mitnehmen und du willst ja auch nicht, also wenn du dann schon so eine Ausstattung hast und hast Platz und dann legst du nichts rein, dann kannst du gleich ein kleineres Auto nehmen. Das macht ja keinen Sinn. Also das ist nochmal so das, was was uns nicht so ganz so gut gefällt. Richtig. Ich verstehe nicht, warum man bei dem Auto hier nicht eine Dieselheizung einbauen kann. Ja. Ich verstehe das nicht. Was das ist schade. Ja, was ist der Unterschied zu dem? Der ist sogar noch kleiner, um es geht. Also. Ja, also gerade in dieser Preisklasse, in den Wohnmobilen oder auch Kastenwagen, egal. Da wünscht man sich dann einfach schon ein bisschen Individualität und das bietet halt Karthago. Ja, da kriegst du alles. Kannst du alles buchen, wie du es haben möchtest. Ja. Also das ist der Vorteil. Eben, ja. Das wäre jetzt hier ein Knackpunkt zu sagen, nee, wir wollen keine Gasheizung. Ja, also Dieselheizung ist für uns ein Kompromiss, den wir nicht... Nein. Also Gasheizung ist ein Kompromiss, den wir nicht eingehen möchten. Ja. Wir möchten Dieselheizung haben. Ja. Das ist genau das gleiche wie mit dem Automatikgetriebe. Richtig. Da wollen wir auch keinen Kompromiss mehr eingehen. Wir wollen auch keine Querbetten, wo wir keinen Kompromiss eingehen. Also die drei Faktoren, die sind Pflicht. Ja. Punkt aus Feierabend. Das heißt, der Knaus Freeware wird es für uns persönlich nicht werden. Aber
Es ist ein wunderschönes Auto. Ja, gut verarbeitet. Absolut. Einwandfreies Auto. Und wer mit, ich meine, es gibt ja nun mal viele, die auch sagen, die wollen gar keine Dieselheizung haben. Viele. Die wollen Gas haben. Du hast 2,11 Kilo Flaschen, das reicht schon eine Zeit lang. Also so ist das nicht. Und dann ist das ein gutes Auto. Ja. Also ist jetzt so der zweite Kastenwagen nach dem Malibu, wo ich sagen würde, ja, wenn man den jetzt individuell so gestalten könnte, wie man haben möchte, wäre es mit Sicherheit eine Option. Würde auch in die enge Auswahl kommen. Ja. Dann ist zum Schluss wäre wohl entscheidend, was ist die Zuladung, die ich noch machen kann. Genau. Das wäre wahrscheinlich der Punkt, wenn du dann bei 100 Kilo bist, ein anderer hat 250 Kilo oder so. Ja, wir haben gestern ein Pärchen getroffen auf der Autobahn an der Raststätte und die hatten einen Camp Scout, den Globeka, glaube ich, also den der Kai von Travel Camping Living hat. Der hat einen Pössl. Nee. Ich denke, der hat einen Pössl. Das ist ja alles sowieso, glaube ich, eins. Ja. Und der hatte auch die Rahmenfenster. Dann habe ich den gefragt, ob er sich damit ein bisschen auskennt, ob das dann Unterschied ist mit den Rahmenfenstern. Also er hat gesagt, minimal. Es ist die Geräuschkulisse ist schon etwas leiser, empfindet er es. Aber es ist jetzt nicht so super die Welt. Und der hat uns dann gesagt, wenn Sie auf Kastenwagen umsteigen, bitte achten Sie im Vorfeld ganz genau auf das Gewicht. Ja. Weil die haben sich gewogen, da war das Auto noch nicht beladen, keine Fahrräder drauf, zwar ein Fahrradständer, keine Sattanlage. Die zwei waren recht gute Figur, also schmal, nicht so sehr groß, also auch nicht so schwer, so wie ich. Und die hatten dann nur noch eine Zuladung von 120 Kilo. Und als sie das Auto voll beladen haben, wo sie sich schon also vorsichtig ein bisschen bewegt haben, auch mit dem Einladen, waren sie 40 Kilo drüber. Und da kannst du in Italien, in Österreich, in Spanien, wenn die dich anhalten, bewegst du viel bis zum Tausender los, hat er gesagt. Das da muss man wirklich, wirklich gut aufpassen. Die hatten jetzt E-Bikes hinten drauf gehabt, die natürlich noch ein bisschen mehr wiegen. Ja. Aber man hat einfach dann, man ist sehr eingeschränkt dann in der Zuladung. Ja, wie gesagt, wenn das jetzt hier möglich wäre, das Auto so zu konfigurieren, dann wäre wohl letztendlich der Knackpunkt tatsächlich wegen der Auflastung. Wegen der möglichen Zuladung, die man hat. Weil ich will nicht auflasten. Ich will nicht über 3,5, ich will nicht LKWs fahren. Nein. Okay. Ich will auch also da gibt es nochmal eine mögliche Zuladung. Nein, ich meine jetzt, wenn du zum Schluss mit dem Auto fertig bist und hast das so konfiguriert, wie du das haben willst. Und dann kannst du gucken, bei dem einen kann ich vielleicht noch 150 Kilo zuladen, bei dem anderen vielleicht sogar 250 Kilo. Und dann wirst du den nehmen für 250 Kilo, weil die 100 Kilo mehr wären bei mir jetzt ein ausschlaggebender Punkt. Ja. Wenn die Autos gleich wären, was sie ja leider nicht sind durch die nicht einbaubare Dieselheizung. Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass der höher ist. Und ja, größere Schränke drin hat. Ja. Also das ist halt einfach so. Ja. Und da muss man sich entscheiden, was will man. Also ich kenne einige, die uns geschrieben haben, die aufgelastet haben, die glücklich damit sind. Das muss ja jeder für sich selber auch entscheiden. Dann hast du hier ein perfektes Auto mit einem mega Stauraum. Also ja. Das ist wirklich ein tolles Auto. Und wenn jemanden das nichts ausmacht, dann ist das eine feine Geschichte. Ja. Jetzt haben wir genug erzählt. Das sage ich dir. Jetzt gehen wir. Nö. Jetzt gehe ich mich ein bisschen pflegen. Nö. Gut, also ihr Lieben, wir sind, eine Geschichte noch ganz kurz. Wir sind immer noch oder immer wieder, wir kommen jetzt zum Malibu, wie ihr das schon merkt, wenn wir uns für ein anderes Auto entscheiden, wir werden uns jetzt noch den Challenger angucken, der die gleiche Version ist wie unser Chausson, den wir jetzt haben, die neue Ausführung. Angucken werden wir uns den nochmal, ja. Weil wir ja mit unserem Auto auch nicht so unzufrieden sind. Und, aber ich glaube, das war's dann auch, ne? Den einen Dexter wollten wir uns nochmal angucken. Ja, eventuell den Dexter nochmal angucken. Aber dann, das war's auch, dann hören wir auf. Es gibt ja. Nur eine Geschichte, dass sich unser Kauf doch noch ein bisschen verschieben wird, weil Michaels Arbeitssituation sich verändert hat und er ab November nach Hessen muss zum Arbeiten. Rheinland-Pfalz. Also er muss in Hunsrück. Genau. 700 Kilometer. Weg zum Arbeiten. Das ist die Hilfsbotschaft. Hat man die Woche jetzt auch noch. Wir hoffen, dass Leipzig irgendwann wieder ja. Vielleicht kommt, aber im Moment ab November nicht. Und dann müssen wir auch gucken, wie es dann finanziell sich
weiterentwickelt, ob das so bleibt oder nicht. Und dann entscheiden wir, wann wir uns ein neues Auto kaufen. So ist es. Nicht, dass ihr euch wundert. Das wollte ich nochmal dazu sagen. Ja, also ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Ne? Ja. Macht's mal gut, ihr Hübschen. Tschüssi. Ciao.